Hallo und willkommen zu Donut County. Das ist ein Spiel, das ich im Game Pass gefunden habe. Es sah lustig aus und Mave hat's mal gespielt. Ja, klar, ist ein Donut drin. Das sind die mit dem Loch. Ja, und darum gibt's das Spiel. Mira, ja, ja. Oh mein Gott, darum geht's wirklich. Ich hab kurz den Trailer vorgesehen. Ich dachte, das sieht lustig aus. Warum ist das? Ich liebe das Sonic Art-Style. Ich liebe diesen Art-Style von so 3D-Objekten, die dann aber so eine Textur haben, dass es halt zweidimensional wirkt. Fürs Protokoll, ich meinte das Overlay. Nicht den Art-Style selber. Nein, nein, ich meinte einfach nur, ich finde, ich liebe sowas. So Goose Game-mäßig. Das war ziemlich cool. Ja, deswegen. Goose. Ja, wann kommst du zur. Das ist eine tiefe Konversation. Dann machst du auch den ganzen Tag. Oh. Ist halt auch ein. Oh, zwei? Sei still, BK! Burger King. Oh. Ich bin tot, ich bin gestorben. Ich hab ein wenig Respekt. Was? Was passiert hier? Oh, der Typ hat mich wieder wachgehupt. Wachgehupt? Noch vor dem ersten Hahnenschrei. Zum Schreien, unglaublich, keine Sorge. Warum hat das Spiel eine Story? Ich werde dich rächen. War das Spiel nicht komplett anders? Oh, ich erinnere mich an das Spiel. Ich erinnere mich daran, dass mich die Texte genervt haben. Ja. Komm zum Donut Shop, jetzt geht's los. Okay. Niemand kann so schnell tippen. Da ist der Donut. Oh. Sie. Oh, oh, man muss das aufziehen. Das ist ja wirklich eine Gans. Oh. Ja. Und jetzt steuere ich das Loch und da lassen Donut wir Dinge County reinfallen. Das ist so unfassbar. Und das Loch wird immer größer. Das ist super cool. Nimm den Tennisball. Oh mein Gott, selbst die Gräser. Selbst die Gräser. Glaubst du, wir können dann ihn? Ja, ich natürlich will, dass er da reinfällt. Ich meine, wir haben es schon. Nein, relativ okay, groß. Warte, wir können noch ein bisschen mehr. Wie Katamari. Yeah, oh mein Gott, Gott, ja. Nur steuert es sich nicht wie fürchte ich mich, über so, dem du das Gefühl hast, dass du es erstmal für 8 Stunden spielen musst, um die Steuerung zu verstehen. Oh no, fuck. Ich habe selbst nach 8 Stunden die Steuerung nicht verstanden. Ja, rein. Oh. Oh, yes. Donuts. Der arme Mann. Oh Gott, das ist so cool. Der arme oh, Ganter. Das ist super. Und nachdem Maeve gesagt hat, dass ihm Texte nerven, wäre ich fast dafür, dass ich ja durchskippe. Mhm. Ja. Dann ehrlich gesagt. Ja, das muss auch einfach in Optionen. Nein. Das war mit dem Hupen gemeint. Du kannst die Vibration ausmachen. Ich spiele mit der Maus. Was hält dich auf? Die Vibration trotzdem auszuschalten. Ich meine, scheint mir ein Spiel zu sein, das mit der Maus sehr angenehmer zu steuern ist. Warte, steuern wir einen Raccoon, der das Loch irgendwie gräbt? Oder wie ist das gemeint? Ich habe keine Ahnung, wie wir es nie erfahren. Quadcopter? Das ist der Trash King. Hast du nicht vorhin vor der Aufnahme was über Trash gesagt? Oh ja, ich bin wieder zurückgekommen, nachdem ich was zum Trinken geholt habe. Ne, ich war auf dem Klo. Da habe ich gesungen, The Garbage Man Can. Dann oh. Der einzige da war Fulia, der hat gesagt, was? Er hat erst mal 5 Sekunden gewartet, dann hat er gesagt, was? Woher kenne ich das nochmal mit den Garbage Man? Simpsons. Ja. Yeah. Ah ja. Garbage Man Can. Eine Parodie von Candyman Can oder sowas, aber. Ja, okay, keine Candyman. Ich hab gerade überlegt, ob es von diesem einen YouTuber ist, der diese Remix macht, die du mir gezeigt hast. Ja. Oh, er sollte davon eins machen. We got beat! Ich meine, das hat schon einen. Das war nicht so gut. Es ist ja schon ein Song, okay. Also. Es ist ganz schön viel Story dafür. Linksklick, um ein Loch zu öffnen. You got the door! Yeah. Oh yes! Wir lassen einfach alles runter. Man muss aber aufpassen, welche Reihenfolge man wählt. Das schaffe ich. Gut mitgedacht. Dich bekommen wir auch rein. Gerade so. Schönes Ding. Oh, das ist so cool. Schön. Shit, die Taste bekomme ich. Die Taste. Und jetzt? Lass mal rein. Oh, yes! Oh, super. Nice. Oh, das war ziemlich, ziemlich gut. Ich mag's, dass Mogi seine Cam oben links reingezeigt hat. Dass ich was? Deine Cam oben links reingemacht hast. Facecam von dir. Oh, man kann die Tür. Oh, die Tür. Nicht der Kaktus. Hey. Der klappt, der muss doch wohl, ich wollte gerade sagen. Der lässt das nicht auf mir sitzen. Vorsichtig. Der kann sich nicht sträuben. Also wir können nicht in das Haus rein. Ja, aber wir können in den Garten. Das ist so ein spaßiges Konzept für so ein Spiel. Und es ist weiß nicht echt, ganz, wie das auf lange gemein. Zeit, ob das nicht dann ein bisschen eintönig wird, aber.
Wenn sie da zum Beispiel Zeitlimits oder sowas machen, oder... Was? Oh mein Gott! Oh, da guckt jemand aus dem Fenster! Vor allem, das ist so gemein! Wir lösen einfach dieses gesamte Land auf. Mama, wo bist du? Mama! Oh nein! Trigger an die Phobie vor Sinkholes, tatsächlich. Ist ein bisschen creepy, oh, dass sowas tatsächlich nein. passieren kann. Oh, die Sachen gehen wirklich kaputt! Mach sie so richtig kaputt! Mach diesen ganzen Turm da links kaputt! Nur mit dem einen Bein rein, ja! Yeah. Oh. Oh. Oh, yes. Was, wenn man damit verhindert, dass es doch nicht so groß wird, weil du immer größere Objekte brauchst? Mama, na, töpfert die Masse bleibt die gleiche. Jetzt ist Mama weg und kann nichts mehr töpfern. Ich glaube, es wird egal, was man nimmt, immer ein Stück größer. Kannst du den Kleinen oder die Kleine auch einfach mal aufsaugen? Oh. Ich mag es, wenn Dinge einfach so runterfallen. Ja, das ist richtig so. Ob man den ganzen Pool da oder den Brunnen da mitnehmen kann? Oh ja, auf jeden Fall. Darauf arbeiten wir hin, würde ich einfach mal behaupten. Nee. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, das ist ja auch ein Loch. Nope. Ja und? Wenn du ein Das Wasser mitnehmen. Wenn du ein Loch in ein Netz machst, hat es weniger Löcher. Das stimmt. Mama tot, ich muss flüchten. Ach du Scheiße. Das ist ein harter Brocken. Wie sollen Sie wir sind das sind gerade erst eingezogen. Ich glaube, du kannst bereits den ganzen Ofen yeah. auffuttern und dann. Oh, das ist so gemein. Oh Gott, das muss auch so brennen. Also wortwörtlich. Oh nein. Ich mache jetzt als heiße Verdammung, das ist so ein Ding. Oh, du kannst es wurde so heiß für ihn. Oh, er ist weg. Den erwischen wir. Der haut ab. Irgendwann muss er landen. Den erwischen wir nicht mehr. Gott, das ist halt wirklich wie Katamari, jetzt wo alles... Oh, oh wow, ja. Oh, das genehmige ich mir. Nom, nom, nom. Ich finde es irgendwie immer gruselig. Größer und kann immer mehr mitnehmen. Oh, das ist so cool. Es ist gruselig, dass sowas in echt existiert. Es bewegt sich zwar nicht so, aber es kann einfach plötzlich so ein ganzes Haus verschluckt werden. Oh, ja. Nein. Sie meinen so? Nein. Nice. So in der Richtung. Mhm. Du hast die ganze Existenz von dem vernichtet. So ziemlich. Das Grundstück ist weg. Aber er ist geflogen. Oh, scheiße. Tolle Lieferung. Was hat das eigentlich mit Donuts zu tun? Es gibt das Trashopedia, aber wir machen einfach weiter. Have a garbage day. Schönen Mülltag noch. Have a rotten day. Ui. Ich habe mir mal vorgestellt, dass ihr sagt, have a rocking day. Wo sind weil er wir denn cool jetzt? Ist. Ja, du bringst dich irgendwie runter. Okay, das wäre ziemlich cool von Wario, aber ich glaube, es ist ziemlich in Character, wenn er von verrottet spricht. Oh, zu 100%. Linkstick, um ein Loch zu öffnen. Okay. Wisst ihr, auf welche Konsole das Spiel gut funktioniert hätte? Auf der Vita. Auf der Wii U? Oh. Ja, mit der Wii würde es auch funktionieren. Ja, generell bei jedem Touch-Device. Auf dem Smartphone. Oh. Ja, das ist auch eine Wii-Fernbedienung relativ satisfying, würde ich sagen. Da ist noch eine. Was passiert, wenn wir entdeckt werden? Ich will sie mitnehmen, ohne dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, sich auszurollen. Einfach nur den Boden unter den Füßen wegziehen. Oh, ich kenne das. Oh, ganz schön reingekackt. Vielleicht müssen wir dafür noch ein bisschen größer sein. Drei Chancen hat er noch. Das war nicht das, was du wolltest. Was ist mit diesem Leuchten? Sollen wir dem ausweichen? Ich weiß nicht. Vielleicht können wir einfach das Licht aufsaugen. Ich glaube nicht. Wir können ein schwarzes Loch werden. Das sind wie so Sprungwesen. Weißt du, das sind die Dinge, das ist Senusbutter. Was? Oh, da ist eine Schlange. Senusbutter. Jetzt sie versteckt. Siehst du, die sind, als würde man diese Spaßdosen öffnen. Oh ja, ich weiß, was du meinst. So, was haben wir hier? Oh, das Huhn. Oh, das wird so cool. Leider kann ich noch nicht, aber wenn ich kann, dann bin ich bereit dafür. Was sind diese kleinen Bäume? Ich kann noch nicht. Oh, was? Das sah nicht möglich. Yeah. Oh, was? Oh. Snake Danger! Snake Danger! Oh, Gefahrenstufe ist gestiegen. Wir haben hier ein ziemliches Problem. Das Loch ist auch sehr klein geworden. Wir können jetzt irgendwie andere Dinge machen. Seht ihr das Konzept? Ich halte das vielleicht zurück. Oh. Das Konzept wird nicht alt, weil es werden Sachen im hinzugefügt. Oh. Kannst du die Knöpfe drücken? Kannst die Knöpfe drücken, ne? Mhm. Oh, du kannst. Oh! Schraub das Huhn raus!
Okay, wir schrauben das Huhn raus. Vermute, ich muss das Gefahrenmeter ganz voll bekommen. Oh, oh, die Hühnchen! Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Das war ziemlich dumm gesagt. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass auf einmal... Och, warum ist hier alles voll mit Schlangen? Oh, du hörst es halt einfach in der Wüste. Oh, die waren alle drinnen gefangen. Ja, die haben die einfach eingesperrt. Das sollte man auch nicht machen. Nur weil Schlangen gefährlich sind, muss man die ja nicht verrotten lassen. Nee. Man muss sich einfach nur von ihnen fernhalten. Oh mein Gott, wie schnell wird dieses Loch gerade groß? Die hatten auf jeden Fall einen Rotten Day. Yeah. Das ist die Frage, die man sich manchmal stellt vor ihnen. Je größer die Sachen, die reingehen, desto größer wird das Loch im Endeffekt. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Es wird bestimmt später nervig, aber es ist so cool gerade. Müssen wir ich meine, den ein bisschen am Ende Abwechslung mal runterfallen drin, lassen? Aber ich frage mich, ob es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, quasi zu verlieren. So, dass man ein bisschen ich hoffe nicht, muss, ehrlich gesagt. Ich finde das einfach satisfying genug, muss ich sagen. Ja. Yeah. Achso, okay. Aber ja, die Story ist, hast du es durchgelesen, Maeve, oder hast du auch durchgelesen? Ja, ich hab's durchgelesen, aber ich hab alles vergessen. Ich habe das Gefühl, es scheint mir kein Spiel zu sein, das die Story benötigt. Also ich habe es ein Stream gespielt und ich fand, die Story, die hat so ein bisschen so die Fahrt rausgenommen aus dem Spaß. So, oh ja, absolut. Nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie die Story war. Die sitzen da um das Feuer und erzählen sich ja irgendwas, aber eigentlich sind es ja voll die Weltenzerstörer, deswegen weiß ich nicht ganz, worauf das hinausläuft. Sollen die likable sein? Weil nein, das sind wir nicht. Ja. Wir haben doch keine Ahnung, was die Story ist. Aber das Gameplay an sich ist richtig cool halt. Nicht den Hund. Du hättest ihn im Sprung erwischen müssen. Ja, es ist nicht so einfach leider. Ich dachte auch, ich muss ihn erst so reinkippen lassen. Rocky, wo bist du? Wo ist mein Hund? Rocky. Rocky ist der, das war der Charakter aus. Oh mein Gott, ja, du kannst einfach so das Wasser mitnehmen. Oh, du bist jetzt ein 14. Oh. Das gefällt mir aber ganz. Du kannst aber nichts mehr sonst mitnehmen. Oh, Der Lümmel trägt das Wasser! Komm schon. Er kippt nach vorn und holt sich erst! Der Lümmel trinkt das Wasser! Hier, Lümmel, nimm mal einen Schluck. Oh mein Gott, das sind diese Spielzeugvögel, die immer so ins Wasser tunken. Ja. Er kippt nach vorn und holt sich mehr. Oh yes. Das ist die beste Kannst Erfindung noch mal der Welt. Machen, Johnny? Das ist die beste Erfindung der Welt, wie gesagt. Mhm. Besser als das Auto, das Homer entworfen hat. Mhm. Ach Homer, so, das war doch nur ein Simpsons-Anspiel. Nein! Der Kaffee! Aber nein, Homer, das war nur eine Demonstration. Okay, es geht noch durch, oder? Oh nein. Es gibt nur noch eine Sache, die. Nicht vor ihren Kindern. Oh nein, die Kinder. Oh, die haben die Augen geöffnet. Oh Gott. Mama, wo bist du? Tolle Lieferung, würde ich. Was ist tolle Lieferung auf Englisch? Für Lieferung gibt nicht wirklich Sinn. Great Delivery. Nice delivery. Oh. Tolle Lieferung. Oh, das ist keine gute Übersetzung für das. Der Witz war halt davon abhängig, wie er geliefert wird. Ich werde nicht darüber lachen. Vielleicht reden die darunter auch, dass sie sich gegenseitig jetzt das Leben retten oder so. Es kommt auf Bin die ich Delivery auch, an. BK muss auf Leute abgesehen haben, die Pech haben. Coyote, du bist doch der ursprüngliche Besitzer des Donut County Donut Shops, oder? Ach, ist der mit dem Loch böse oder so und sie unterhalten sich, wer es wohl sein könnte? Hm. Ich tue so, als wäre ich interessiert daran, aber ich bin es wirklich absolut nicht. Da ist Korn und da ist der Coyote. Ich meine, der mit dem Loch ist extrem böse und bitte flieh einfach. Es wäre so unfassbar gefährlich und mächtig, was passiert. Guckt. Was ist denn hier los? Da war doch ein Stein. Wo sind die Steine hin? Ich hab doch eben noch gezeltet. Er zeltet immer noch. Was ist eigentlich das scheiß Problem? Nimm die Kisten. Ich wünschte, ich könnte bis... Oh. Kisten und den Mais. Bald ist wieder die Zeit. Ich hab so Bock auf den Maiskolben. In mir drin. Das Feuer. Schon. Es war hartnäckig. So ein bisschen Mais mit der Kräuterbutter. Oh, es ist Popcorn. Oh.
Warte mal, wir haben jetzt Popcorn rausgeschossen, was wir wieder mitnehmen können. Und wir können dann können wir die Vögel essen. Hey, du! Oh, das war eine miese Falle. Du bist ein Vogel, du hättest rausfliegen können. Nein, er hat Hunger. Ich meine, das ist ein valider Grund. Ich bleib in mein Zelt, dann kann mir nichts passieren. Popcorn. Komm schon. Dinge wieder ausspucken sollte eigentlich dazu führen, dass das Loch schrumpft, aber in dem Fall sind wir einfach nur noch ein Perpetuum mobile, hab ich recht? Ja. Yeah. Da ist noch einer am Zelt. Oh, dieses Call-Shit ist so cool. Das Schild. Ich hab's extra so zur Seite gemacht, damit er es noch sieht, wie er den Tod fällt. Es gibt einfach Momente, da versucht's man nicht. Der Felsen! Mehr. Nicht der Felsen, Morgi. Einmal mehr. Ah, ja. Der riesige Felsen. Felsen. Ach du Scheiße. Hey, ich wollte das Schild mitnehmen. Great delivery. Tolle Lieferung. Das Schild kommt nicht mit, das Schild ist so tief im Boden. Warum bin ich eigentlich auf Rang 9? Na, bist du Level 9 gestartet? Keine Ahnung. Ich habe das Spiel heute zum ersten Mal gespielt. Ja, du hast dir die Ameisensammlung und so übersprungen einfach. Welche Ameisensammlung? Na, weil das so klein war am Anfang, Level 1. Was, ein ganz kleines Level? Ah. Wave meint, ich habe keine Ahnung. Mit Level 9 müsste das noch viel eher angefangen haben. Oh. Hm. Oder? Oh mein Gott, was reden die denn so viel? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich interessiert es mich, ich mag sowas. Was ist die Story davon? Naja, ich mag so, ja, was sich so Entwickler bei sowas dann denken, rausfinden, guck aber... Guck dich das an. Guck einfach mal das Bild. Das Gameplay wird schon unterbrochen. Moggy ist halt wirklich, das ist wie Pokémon Snap. Er kann das nicht leiden, dass man nicht direkt weitermachen kann. Es kommt immer auf das Spiel an, aber ich denke, sowas ist halt... Ich sehe nicht, dass ich in dem Spiel eine Story will. Ja. Das ist halt ganz klar nur auf entspanntes Gameplay und sowas ausgelegt ist halt... Ich will mich da jetzt nicht aus der... das darauf auslegt ist, dass man eine gewisse Zone erreicht, wenn man spielt. Also wenn die Story nicht so angefangen hätte mit diesem Texting, da wäre ich auf jeden Fall bereiter gewesen, das auszuprobieren, aber es hat mich auch nicht so gestört. Wahrscheinlich kannst du den Einhasen anlocken. Die beiden da links oben könntest du bestimmt auch anlocken. Oh, yeah. Da oben schnitzt jemand irgendwie oder klopft auf irgendwas rum. Hey, hier. Wollen wir vielleicht die Karotte essen? Ich glaube, der schnitzt und klopft nicht auf irgendwas rum. Ich glaube, ich weiß, was der macht. Ist das ein Bart? Oh nein! Und zack! Du hast ihm sogar die Möhre noch aus dem Maul geklopft. Oh, 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 oh nein. Ein richtiger Rammler. Oh ja! Oh ja! Das, was Hasen so tun. Habe ich gehört. Die vermehren sich wie die Kanicke. So. Es wird bisher noch kein bisschen alt, dieses Zeug hier einfach aufzusaugen. Was ich mir wünschte, ist, dass die Maps ein bisschen größer werden und man also richtig, richtig viel irgendwann machen kann. Ich denke, könnte. Das kommt riesig noch. Wird, aber ja. Ja, das wäre nice. Ende, ne? Oh, genau. Oh Gott, tut mir leid, Jungs. Das wäre halt etwas schnell. Da ist halt so wie die etwas schnell ihre Familie gegründet haben. Oh. Ach du Scheiße. Vier Hasen sind also doppelter Spaß. Oh. Oh nein. Nein, steck fest. Nein, Verstopfung. Oh, das ist unangenehm. Yes. Das tut doch richtig weh meistens. Oh oh. Oh nein. Sechs Du kannst gleich das ganze Haus mitnehmen, oder? Was sind eigentlich die Erdbeben in letzter Zeit? Und wo sind die Karnickel hin? Oh. Und das Loch wird kleiner. Wurde es wirklich kleiner? Ja. Ja. Oh okay. Mein Gott. Aber jetzt geht's richtig los. Jetzt nehme ich mir doch mal ein Stückchen. Ein bisschen Hunger hat man halt, ne? Aber satt war das Loch noch immer nicht. War ein kleiner Snack. Am Montag fraß es sich durch einen gesamten Canyon. Oh, das sind... Von den Schilden immer noch. Das sind die, die gerade gesprochen haben. Die reden irgendwie immer davon. Das sind Tapire. Das sind Traumato. Das hat sogar die Hose bis zum Bauchnabel. Ich glaube, die reden einfach immer nur darüber, wie sie hier ins Loch gelandet sind. Oh. Das heißt, wir werden uns selbst irgendwann verschlucken. Kann das sein? Weil ich entweder bin ja auch bist hier. Du der Verschluckte oder der verschluckt. Versteht ihr? Ich meine, alles ist hier unten und hat überlebt. Sogar der Fuchs im Zelt guckt immer noch aus seinem Zelt. War das der Herr Dr. Peppmann? Der Herr Dr. Peppmann.
Super. Der hat promoviert. Diese Elster. Hey. Oh. Gib mir mehr. Die gute Grillkohle. Wie viel? Die wie hat viel noch ein Popcorn kann? Bekommen. Wahrscheinlich will ich was zu bringen, wenn man die mitnimmt. Vögel sind ganz schön Idioten, die wüssten da wirklich nicht drin verrecken in dem Loch, die können einfach rausfliegen. Ja. Yes! Mhm. Hat geklappt. Das war mein Lieblingskaktus. Dem Kaktus hat das nicht weitergeholfen. Das ist mein Zweitlieblingskaktus. Jetzt bleibt nur noch mein drittliebster Kaktus. Vorsicht mit den Bäumen. Achso, die gehen ja nicht. Die werden nämlich, die würden auch ganz schön blockieren. Die bekämpfst du nicht mehr so leicht los. Diese Elster. Wow. Oh. Oh. Und die juckt es einfach nicht. Oh, kannst du aktivieren? Nee, kannst das die Bäume anfackeln. Ein Waldbrand in der Wüste. Was macht sie da überhaupt rein? Sind das Grillanzünder oder so? Na, so Kohle halt, ne? Mhm. Oh, das ist Glut. Das ist Orangen darauf. Ist das Pokémon? Ja. Yeah. Das ist ein guter Song. Feuerrot. Also jetzt Blatt saugst grün. Du nicht nur alles ein, sondern du verbrennst auch noch alles vorher. Mhm. Das ist mein Ding. Das ist irgendwie voll schön. Dinge verbrennen. Es ist so vom Kontext her so schrecklich und von der Aufmachung her so wundervoll. Nein! Ist alles so hübsch und friedliche Musik. Oh, und ach du Scheiße. Oh, oh Gott! Oh, Gott. Oh mein Gott! Er wurde nicht einfach geschluckt, er ist verbrannt. Das war doch gar nichts. Mich hat das sauber ertränkt. Oh, das Auto. Ich habe das Gefühl, wir werden inzwischen schon in den Leveln regelmäßig größer, als es davor der Fall war. Naja, also. Aber wir starten immer klein. Oh mein Gott, die Bäume sind wirklich riesig auch. Wie ist einfach alles verbrennt da unten. Was kann ich jetzt verstanden? Oh, da ist noch ein Felsen. Ist einfach eine riesige Abfallverbrennungsanlage. Oh, jetzt kann ich die Bäume mitnehmen. Aha. Naja, tut mir leid, nichts Persönliches. Nein! Du hast uns dabei geholfen. Und das war dein großer Fehler. Oh, der Typ. Ein Loch im Boden hat keine Freunde. Er dachte, sein Wohnwagen würde ihn schützen. Aber das hat er nicht. Aber in Wirklichkeit war der Wohnwagen... Ach, ich weiß auch nicht. Der Wohnwagen hat ihm im Endeffekt nur das Ende eingebrockt. Ich mag auch den Wie wurde er nicht drüben. Sauber gebacken im Wohnwagen? Das König ja unten im Loch. Nehme ich an. Na, okay. Ich meine, sie haben sich ein Feuer gemacht, um sich warm zu halten. Spricht auf jeden Fall dafür, dass es nicht unbedingt warm ist. Und jetzt erfahren wir, wie Morse eingesaugt wurde. Oh, können wir den Feuerwerkskörper. Die sind aber illegal, junger Freund. Erstmal müssen wir das Wasser loswerden. Ganz offensichtlich. Oh, jetzt gerade sind wir noch ziemlich nett und machen den ganzen Müll weg. Er hat auch den Lieblingskaktus geklaut von den Typen. Stimmt. Er hat den. Das ist ein Arschloch. Das ist mein Lieblingskaktus. Ja? Ah ja. Oh. Kakteen sind tatsächlich ziemlich cool. Singen. Irgendwas müssen wir damit machen. Oh, warte mal. Das... Du kannst die Fackel runter machen und das anzünden. Oh. So. Sind wir einfach ein Gravitationsloch eigentlich? Mogi? Oh, du hattest recht. Du hast alles richtig gemacht. Oh, du hast alles richtig gemacht. Ich dachte, das muss wegfliegen. Ey, ach nee, sind nicht die drei Kinder, oder? Nee, die waren blau. Ja. Yeah. Sie sind erwachsen geworden. Oh, oh nein, du oh, da nein, oben. Mein Gott. Das waren meine drei Kinder. Du musst generell verrückt sein. Sie wurden für ganz besonders clever. Was picknickst du da oben? Oh nein. Das ist gefährlich. Willkommen in meinem Schlund. Wie sie einfach nie irgendwas unternehmen. Sie rennen nicht aus dem Zelt. Sie fliegen nicht mit ihrem Ballon. Oh, mein Moment mal, der Ballonbesitzer lebt doch noch. Ja. Das wird der Endboss. Ach, naja, das hält noch. Naja, das passt schon. Ich werde hier einfach mal sitzen bleiben. Hier ist in 100 Jahren noch nichts passiert. Das wird doch heute nichts passieren. No! Wo ist das Loch? Ich hab mir einfach das Genick gebrochen. Ja, der ist tot. Oh, der hat die Hände um den Kopf gehalten. Gut. Der ist jetzt in einem besseren Universum. Das ist das gute Auto. Das ist ein Oldtimer. Wo kommt das Popcorn? Er hat bis zum Schluss gepicknickt. Oh, er hat Mais gegessen, wie mir scheint. Oh. Mhm. Ich hab doch gar keinen Mais gegessen. Oh, oh Gott.
Das ist jetzt der ganze Vorrat an Feuerwerkskörpern. Das ist einfach so viel Lava mittlerweile. Und so wurde es Nacht. Moment, was? Er hat einen tiefen Schlaf. Ah! Er ist auch noch gefallen. Ich muss aber sagen, die Level sind echt ein bisschen zu kurz. Ja, so, wenn man gerade anfängt, sich hier einzufinden, ist es irgendwie immer zu Ende. Es wäre halt auch wirklich so, man einfach... Will mehr. Ja, es wäre wirklich einfach eine riesige Welt rauszumachen. Weiter als du kam ich bisher auch nicht, weil ich die ganzen Sachen hier vorgelesen habe. Und so, ja, ich glaube, hier der Katamari-Ansatz wäre ganz gut gewesen. Man startet sehr, sehr klein und dann muss man erstmal die ganzen kleinen Objekte finden, ja, überall, genau. Und sich mehr umschauen und dann größer. Wird man immer größer. Ich denke auch, dass noch größere Level kommen werden, aber... Denke ich auch, aber ich fände es generell cool, einfach man fängt auf so, keine Ahnung, so einen Parkplatz an, geht dann irgendwann in den Laden rein. Ja, genau, dann, sowas meine ich. Dann frisst also, man den gesamten Laden, machen. Dann die Wohngegend, dann... Ja, genau, so ist es in Katamari auch. Die ganze Stadt, dann die Gebirge, und die Wälder und dann irgendwann Länder. Eine Aufwärts dann Planeten. Tippen. Naja, aber du kannst nicht wirklich Planeten in ein Loch fallen lassen. Das kann schwarzes Loch werden. Schwarze Löcher wollen mit dir reden. Es sollte davon viel mehr spielen. Das sind nicht solche Löcher, wie wir hier haben. Nee, wir können aber eins werden. Wir müssen einfach nur das genug Masse haben in uns und dann implodieren wir und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir eine Singularität, Simpel. Wo kein Licht mehr über den Event Horizon hinauskommt und wir aussehen wie ein riesiges schwarzes Loch. Wir sind aber nicht diese Art von Loch, wir sind einfach nur eine Lücke im Boden. Oh, guck mal, das war der Typ, der ist gar nicht runtergefallen, das war nur so ein Fehler anscheinend. Na, oh, was, der hat sich gut gewehrt. Ich mag's, wie man die Augen noch sieht. Oh, die sind getarnt. Cleveres Kerlchen. Ja, yeah, das sind eine Menge. Das sind die... Aber die sind leider nicht schnell genug. Dasselbe ist mit Gags auch passiert. Ist einfach gefallen. Und, ich hab den N64-Teil ein bisschen gespielt. Fand ich so gut. Wie heißt ja, sag ich ja, ist einfach gefallen. Wie heißt das Pokémon mit dem... Kecleon. Yeah. Das ist bei Pokémon Pinball ein Spiel, was ich übrigens sehr gerne auf dem Smartphone gespielt habe. Also... Pinball für den Game Boy Advance. Oh, jetzt passen sie. Da gibt's ein Minispiel, wo das auch so unsichtbar ist, man muss es fangen. Fühlt sich ähnlich an. Hey, wo willst du hin, mein Freund? Der hat keine Chance mehr. Ist ein bisschen verwirrend, die zu fangen. Wir sollten die ganzen anderen Sachen nicht. Warte mal, ist das der Typ am Strand gerade eben? Ja. Okay. Nicht sein Kaffee. Nicht der Ventilator. Oh, wo ist die Brise hin? Das warum hat denn das der Ofenhandschuhe? Ist das ein Gecko oder ist das ein Chamäleon? Das ist ein Chamäleon. Chamäleon können ganz anders aussehen, oder? Ja, aber ich weiß, sind Chamäleons nicht die einzigen, die sich so tarnen können? Das ist das, was ich gerade überlege. Es gibt kein Wesen in der Welt, das sich so tarnen kann. Ich meine nicht so, aber du weißt doch, was wir meinen. Komm schon. Ja, natürlich, aber worüber denkt ihr nach? Denkt darüber nach, wie realistisch das ist. Ja, Chamäleons sehen halt ein bisschen anders in der Kopfform aus, deswegen habe ich halt überlegt, was die genau sind. Treiben sich mehr auf Bäumen herum als am Alles Boden. Klar, Jungs. Ja. Komm schon, du weißt doch, wie unrealistisch wir es meinen. Wir denken nur darüber nach, wie realistisch es ist. So, und dann, ich hoffe, in dem Level kommt noch was. Jetzt wäre ich nämlich bereit, das Level richtig zu beginnen. Komm mal mit. Er braucht noch sein Haus. Komm schon. Denk an den Mülleimer. Sieht aus wie ein Bikini-Bottom-Haus. Oh, die machen sagen, da sieht aus wie der Abfalleimer von Plankton. Mhm. Oh, das ist jetzt eine Dose. Weil jetzt Level vorbei ist? Jam! Oh, wie komm schon! Wie ein Furby. Jam! Hungrig! Ist dein Furby noch angeschlossen? Ist er noch aktiv eigentlich? Redet er mit dir? Tanzen. In dem einen sind noch Batterien, drin, ich sollte sie mal rausnehmen. Mit denen, es ist Zeit, die Furbys einzuschläfern. Er schläft schon seit drei Wochen. Hey! Das ist nicht das, was ich meinte. Licht, bitte! Wow. Ich hatte ein Furby und eine Furby-Fiebe, ich weiß noch sehr viel davon. Ich sehe schon. Ich war einer von denen, der die Furby-Sprache gelernt hat. Oh. Ich meine, ich hatte so ein Buch dafür. Was sollte ich machen? Ist oh, Waschbär ist Profi. Ist das dein Bruder? Das war ziemlich cool. Wir haben auch so Furby-Partys gemacht, sie zu dritt in den Kreis gestellt und haben sie angefangen, Stuff zu machen. Furby-Partys. Mhm. Ihr seid denn gegangen, während die Furbys Stuff gemacht haben? Naja, die haben sich halt. Naja, also, wir dachten uns, wir müssen essen, dann lass uns die Furbys zu dritt hinstellen, dann haben die wenigstens eine Beschäftigung währenddessen.
Während wir lassen wechseln. Wir die Kinder mal spielen. Ja, ja, sowas. Ja, jetzt passt es. Ich weiß nicht ganz, was der Schalter bringt. Vorsicht, kleiner Freund. Warte, das sind wir. Eigentlich, dachte ich. Okay. unser Bruder oder so. Ich meine, irgendwie müssen wir da auch gelandet sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ah, was? Da sind wir. Jetzt ergibt es Sinn. Ja. Warum hast du Coco einen Donut gebracht? Er hat einen bestellt. Und was bedeutet dieses LL immer? Ich verstehe gar nicht. So, die heißen so. Die links heißt so. Okay. Ja. Du musst das Katapult-Upgrade kaufen. Was ist denn das für ein Spiel? Ich glaube, es ist... Spielt ihr einfach nur ein Videospiel oder so? Ja, ich finde das irgendwie sauseltsam. Wir haben 110 Dollar. Energiegetränke. Katapult. Katapult. Sie hat uns das gesagt, also machen wir das. Ich glaube, der Rest klingt auch langweilig. Wir haben noch was übrig. Wir hätten noch eine Sache kaufen können. Ja, Energie. Oha. Oh. Fump. Oi, du könntest da oben das Ding abschießen von dem, von dem Schild. Nee, doch nicht. Das funktioniert ja wundervoll. Oh, oh. Warte, das heißt, du hast es beim ersten Mal perfekt wieder aufgefangen. Mehrfach sogar. Ich meine, ich habe mich nicht bewegt, das war ziemlich einfach. Ja. Ja, das stimmt. So, ich würde das noch mitnehmen und den Zaun. Nein, den Zaun nicht. So, dann. Die Federn. Oh, es muss die Glocke treffen. Ja, aber. Nimmt doch jemand den Taco mit! Den Taco? Oh, du kannst doch sehen, was für ein Item du schießt. Oh, ich meine den Beutel. Ein Taco wäre jetzt richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Taco gegessen habe. Ich hätte Lust auf einen Taco. Vielleicht mal so einen Fertig-Taco aus so einem Kühlregal da. Nee, ich habe mir Tacos selber gemacht. Die waren heftig, aber ich würde am ehesten. Die waren heftig. Ich würde gerne mal so Fastfood-Tacos probieren halt. Aber kannst du jetzt das Huhn da drauf werfen? Du schießt das Huhn hoch, dann machst du es auf, genau. Oh, ja, genau. Yeah. Oh, das ist so clever. Hast du es nicht gemacht. Was? Egal. Weil das erst ich habe nur einen Huhn zur Verfügung. Ja, ich weiß. Sehr gut. Und jetzt frisst dich da durch. Los. Oh, yes. Gib uns die Eier. Oh, ups. Hui. Oh. Nee, ich fallen lassen. Kannst du doch, kannst du schießen. Oh nein. Was tust du denn? Ja, wahrscheinlich muss man da irgendwas machen. Du machst die Eier größer. Du musst wahrscheinlich drei Eier haben. Man kann da oben auf drei Eier upgraden oder so. Ach! Nee, wir müssen einfach nur den Schalter umlegen. Achso, dann schieß mal was hoch. Man kann das wirklich nicht. Warum haben die keinen Schatten, die Eier? Ah, jetzt kommen drei Eier. Jetzt haben doch, haben sie ja. Hä? Das kommen, glaube ich, mehr als drei Eier. Oh, das ist auch wieder ziemlich cool. Wow. Danke, Herr Hühner. Das wird ganz schön groß gerade. Ich meine, so ein Ei, da ist alles drin, von über ein ganzes Küken zu ernähren. Als ob man sich Rührei macht, ne? Ja, yeah, ohne Milch. Im Ei hat es ziemlich lange nichts zum Entwickeln, außer die Sachen, die da bereits drin sind. Die Milch holen wir noch. Der gute Mutterkuchen. Ich glaube, das Silo passt rein, oder? Ich kann das Teil mitnehmen. Hey. Ist eine Eige mit einer Plazenta zu vergleichen. Die einfach abgelegt hat. Oh, Johnny, warum musst du in die Richtung gerade gehen? Es ist doch so. Ja, wahrscheinlich. Aber, oh, okay. Das ist schon eine Größe, die gefällt. Können wir nicht einfach diesen ganzen... Können wir das nicht einfach wegkatapultieren? Oh, das wäre super. Ich will diesen ganzen... Ja, wir haben nur dieses riesige Loch und dann das kleine Ding. Kannst du die Kisten kaputt machen? Was ist da drin? Oh, da waren vorhin Erdbeeren. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach so. Das ist ein Sinnkohl, den ich jetzt gesehen habe. Sack nicht mitgenommen, alles okay. Ich hätte gern alles verschlungen. Ist das ein Hase? Fully, kennst du das Wort Palatschinke? Nee, doch natürlich, wieso? Ja, was heißt natürlich? Bei uns gibt's das nicht. Nein, das heißt Palatschinke. Ohne N. Das kommt von Plazenta. What? Der Wortursprung ist Plazenta, weil das lateinisch für Kuchen ist. Okay. Gut. Hast du gerade nach Plazenta-Funfacts gegoogelt oder so? Nein, nein, ja, ich mir meine Kindheitssüßigkeit verdorben. Danke schon. Pfannkuchen sind Plazenta war eine gute Kindheitssüßigkeit, aber dann musstest du raus. Honey-Nutwald. Mhm.
Nut. Nut, ja. Also ja, alle, Nut, die zu Pfannkuchen Palatschinke sagen, lasst es. Warum? Ist nicht okay. Können Sie Kraft dazu sagen? Ich bleib bei Palatschinken. Wieso denn mit N? Das klingt so seltsam. Das klingt, als würdest du Schinken essen. Ich kann Palatschinka sagen, aber die deutsche Variante ist Palatschinken. Nee. Ihr doch. Also nicht, der Honig offiziell was? Nicht, das sagen bestimmt manche Menschen. Ich weiß nicht, was der Honig bringt. Aber den kannst du rausschießen auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich so eine Nebenform. Oder Palatschinken. Jetzt kann ich räuchern. Räuchert die Bienen raus! Die werden dann nämlich ganz ruhig und nicht aggressiv, wenn man das macht. Oh, oh ja. Und sie werden sterben. Hm. Nicht unbedingt. Ich mag den Frosch. Der ist einfach nur... Oh nein! Und tschüss. Ich fürchte, wir haben den Frosch erwischt. Du kannst den Frosch in die Bienenstöcke werfen. Ja. Oh. Boah. Der gönnt sich. Frosch leistet uns gute Dienste. Was sagst du zur Weiterentwicklung des Gameplays, Fully? Ich mag's. Sehr gut. Das ist genau das bisschen extra, was ich hier gesucht hatte. Ich mag's, dass der Frosch auch immer fetter wird. Schnapp! Oh, stimmt. Na, der gönnt sich auch gut was. Er frisst gesamte Völker. Oh! Das war's. Er braucht halt die Nährstoffe. Das hat genau gepasst. Es ist immer. Ich wollte gerade sagen, bitte lass es nicht vorbei. Ich mag es nicht. Oh, können wir den. Ja. Hä, diese Honigtextur? Können wir den Dude fressen? Diese Honigtextur ist einfach festgefroren. Oh shit! Wie, die ist festgefroren? Wenn sich das Bild ändert, dann bleibt diese Textur da drin gleich. Ach so, ja. Okay. Textur. Ja, das stimmt. Im Loch oder was? Nee, der Honigding dran ist. Oh, Schreck. Ist jetzt leider schon weg. Oh, Schreck! Zwei Fische sind weg. Drei kleine Fische schwimmen im Meer. Oh, er kann hier noch ein paar mehr. Oh. Ja. Oh ja. Stark ist, ich weiß nicht, ob ich es stark nennen würde, aber... Er muss noch ein bisschen kräftiger werden. Oh, er ist sehr kräftig. Er ist ganz schön kräftig. Ich bekomme ihn kaum mehr rein. Stark. Richtig stark. Der Frosch ist mächtig. Oh nein. Ich hab Respekt vor ihm. Oh, scheiße. Oh Gott, so ein Frosch ist echt creepy. Haben wir diesmal wirklich jemanden umgebracht? Der hat ihn doch gefressen. Ich meine, da hat ihn gefressen. Na, das kann der Frosch gar nicht. Da ist er doch. Wo ist der Frosch? Der hat ihn nur mitgenommen. Stimmt. Wir haben nicht gesehen, wie er ihn gefressen hat. Der hatte nur die Zunge dran. Na, immer lecken. An der Kröte würde ich auch mal lecken. Wer nicht? Wer würde das nicht tun? Ich glaube, ich werde das nicht tun. Für Kröten und Frösche ist es ja Instinkt, die Zunge zum Essen zu benutzen. Das wurde mal irgendwie so in so einem Test gemacht, wo Frösche die ganze Zeit nur mit Löffel gefüttert wurden oder mit so einer Paste irgendwie. Und dann haben sie irgendwann eine Fliege ins Terrarium gelassen. Und es hat die Fliege einfach eiskalt aus der Luft geschnappt. Nice. Was muss dieser Frosch sich in dem Moment gedacht haben? Sein ganzes Leben hat er immer nur so Paste zu essen gehabt. Und dann so kommt so eine Fliege, er so, oh, was ist gerade passiert? Instinkte sind generell seltsam. So manche Dinge... Ich meine, irgendwie finden alle Tiere raus, wie sie sich fortpflanzen. Ohne Education. Ja, ja, klar, da ist aber. Das ist ohne ja dass sie so jemand Lust erklärt hat. Wie kommt ihr überhaupt darauf? Wow, das würde Menschen nie passieren. Ja. Was ist das für eine groteske Idee? Oh. Hm. Ein blauer Vogel. Und warum? Oh. Warum das ist der Vater? Warum ist der Fortpflanzungsprozess bei Enten so schrecklich geworden? Warum macht es den beiden Beteiligten einfach Spaß? Gönn dir was, mein Freund. Das hat ihm nicht geschmeckt. Ich glaube, er macht das nicht. Nee. Oder es war zu heiß. Eins von beiden. Oh, da oben. Salz. Ich kann es noch ein bisschen salzen. Mit Salz wird es ihm schmecken. Oh, da oben ist ein Rezept oben rechts. Wir brauchen noch Pfeffer. Wasser, Salz und Pfeffer. Oh, ich habe zuerst... vielleicht klappt es auch, wenn wir... Auch. Oder es ist Curry. Ich glaube, du musst die Suppe mitnehmen. Wer weiß das schon, genau. Und dann salzen und pfeffern. Dann Salz. Oh. Nein, wir haben erst Pfeffer und dann Salz. Warum? Nein, erst Salz, erst dann, Salz Pfeffer. Und dann Pfeffer. Zu spät. Warum denn? Wieso? Denn das macht einen Unterschied? Nein, wieso? Ich denke schon. Worüber redet ihr denn überhaupt? Da oben rechts steht es doch. Ist doch ein Bild. Geh weg, Kakerlake. Das weiß ich, aber wieso wollte Morgi überhaupt eine Reihenfolge beibehalten? Keine Ahnung. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Oh, es sieht so köstlich gelb aus. Kakerlaken haben auch Bock. Und, okay, hat's geschmeckt? War doch egal.
Und jetzt machen wir eine Kakerlaken-Party. Hui. Ich habe vorher gesagt, der Typ, der vorhin reingeschlüpft wurde. Zuerst kommt diese komische gelbe Suppe, die ich verbrüht. Und dann kommen einfach nur unzählige Kakerlaken rein. Und die überleben halt auch alles. Wünschst du dir doch einfach nur noch, dass alles vorbei ist. Ich meine, du würdest davon ausgehen, dass schon lange alles vorbei ist, gemäß da an, wo du dich befindest, aber nein. Aber gleichzeitig kommst du unten an und da ist bereits ein Lagerfeuer, was irgendeiner in einem Zelt gemacht hat. Und die Leute erzählen von ihren Erfahrungen und du bist neu hier. Neu im Donut County. So ein bisschen, wie hieß diese Serie? Diese Parodie auf Family Guy und so. Trash Canyon oder so? Oh, hier kann man schon ein bisschen diese komische Canyon-Serie war so scheiße. Yeah. Komm mal mit, Küche. Eine Suppenküche. Es geht weiter! Yes. Oh, yes. Endlich! Nein! Darauf haben wir gewartet. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Nimm die Stadt mit! Problem, das Level ist jetzt, genau jetzt vorbei. Ja, wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Ich will die Straße mitnehmen. Nimm den Nein! Ja. Ich meine, es war die richtige Richtung, aber es war auch eine tolle Lieferung, aber... Aber was glaubt ihr, wie gut der Payoff dadurch sein wird? Level up! Wenn es dann endlich soweit ist. Ich weiß nicht. Quadcopter freigeschaltet. Bewegungsfreiheit ist dann doch ein bisschen eingeschränkt. Genau, was der Quadcopter bringt. Na, dann kannst du rumfliegen und Lieferungen ausliefern. Ja, wir müssen wenn mir nicht dabei hilft, der Hochhäuser einzusaugen, bin ich nicht interessiert. Sowieso. Oh. Was, wenn er es tut? Oh, was ist... Oh. Das ist relativ cool. Wo fliegen wir jetzt hin? Sammeln wir die beiden jetzt ein? Klar, wer tippt da so laut? Sorry. Ich hätte mich muten können. Ja, hättest du. Wow, schau mal, wie schnell sich die Propeller drehen und so fliegt er. Okay. Sei vorsichtig. Warum hat sie ihn kaputt gemacht? Hä? Bist du irre? Kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben, wenn du es bekommen hast, indem du Häuser unserer Freunde platt gemacht hast? Sie haben Donuts bestellt, Mann. Tja, dann würde ich sagen, es ist Zeit dafür, dass ein gewisser jemand, der langsam ein zu volllautes Mundwerk hat, eingesaugt wird. Ein bestimmtes Donut-Lieferant wird sowieso gerade ziemlich berühmt in Deutschland. Das ist ja recht passend. Ich habe da gerade bestellt. Duncan? Nein, nein. Die haben nichts drauf. Die haben sich umbenannt, einfach nur zu Duncan. Und dachten, das wäre eine gute Idee. Johnny's Donuts? Royal Donuts. Oh, habt ihr die Palme gesehen? Die hat satt gemacht. Bye. Oh ja, jetzt kommt die Kaffeetasse dran. Und jetzt erstmal den Kaffee und dann den Donut. Das hatte sehr viel nom. Ah, shit. Sie bleibt ziemlich cool dafür. Jetzt. Noch schon. Nicht ganz, noch jetzt nicht hast du kein Zuhause mehr. Oh, perfekt rein. Hey, da ist ein Donut. Oh. Ja, jetzt sind sie hier gelandet. Das war aber auch schon wieder so ein kurzes Level. Ich würde fast sagen, es war ziemlich belanglos. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach richtige Level machen. Weißt du, sind denn, dass sie immer maximal 2 Minuten lang sind? Und dann kommt 2 Minuten Story. Wenn man sie durchskippt, ja. Gute Frage. Ja. Wenn man sich den Dialog, glaube ich, in Ruhe allein durchliest, nicht mal laut oder so, ist das wahrscheinlich länger als manche Level. Oh Gott. Wer bist du denn? Oh, das ist ein Fuchsgeräusch. Oh, Level. Das ist immer, ja, eben, dieses Geräusch ist Fuchs so sich, creepy. Macht ein Fuchs sich Ringdinge Dinge Ding Dong? Was? Nee, pa. Oh nein, Mann. Das ist clever für mich, die Kerzen. Ja, ich wollte gerade sagen, mach doch nicht das Licht direkt aus. Nein, aber das ist richtig creepy. Also, wenn ihr mal irgendwo in der Natur oder so draußen, also wo es Füchse geben könnte, einfach einen Menschen schreien hört, einfach so ein. Dann ist es meistens ein Fuchs. Oh. Echt? Okay. Das habe ich schon mal gehört. Ich auch. Aber bei mir sind es manchmal auch Menschen, die geschossen werden. Bei mir bin ich Oh, war vielleicht doch.
Taschenlampe. Die Taschenlampe ist da. Oh, oh, das war gut. Cool. Leuchten wir. Das ist eine gute Idee. Jetzt sehe ich wieder fast. Oh, oh da, Gott. Da, das, genau das Geräusch ist ein Fuchs. Hm, das gefällt mir nicht. Oh, Batterie. Und zwar eine, ich glaube, ein weiblicher. Ja. Überall lungert der Lümmel. Eine Wichsen. Ach so. Worüber reden wir? Ich habe keine Ahnung. War das ein Krok? Fuchs Ladies heißen auf Deutsch wahrscheinlich nicht so, aber. Okay. Schon. Der will nicht. Passt doch irgendwie. Nimm die Maske da hin mit, die gefällt mir nicht hier. Okay, das war wieder der Fuchs. Diese verdammten Masken. Wir nehmen die mit. Komm schon. Okay, die sollte man vermeiden, oder wie habe ich das zu verstehen? Nein, eine davon ist der Fuchs. Der Fuchs und macht den wollen wir vermeiden. Die Taschenlampe. Ja, das meine ich. Links oben bewegt sich was. Oh, das ist so ein Ring, der irgendwie. Ist das ein Banjo? Oh ne, das ist ein Ring. Aber sieht aus wie. Oder ein Kazooie. Wie eine Zeit, die abläuft. Da pennt ja einer. Wo pennt einer? Ganz rechts auf so einer Pritsche. Da. Stimmt. Ah, ja. Wer bist du denn? Adler oder sowas. Sind wir noch nicht groß genug, um den mitzunehmen? Jetzt hätte ich den Fuchs schon mitgenommen. Ja, oh, das war. Das waren die Lamellen. Oh, das ist eine Katze. Katze. Oh mein Gott. Die Verschwörungstheoretiker. Wie nennt ihr diese Dinger vor dem Fenster? Jalousie. Die wir aufgezogen haben. Jalousie? Ja, okay. Wenn wir uns da alle einig sind. Du kannst sie auch Rollo nennen. Aber ein Rollo ist ja mit Rollen. Ja, also, keine Ahnung. Ein Rollo ist ja mehr so ein Stoff, den man so auszieht, wie so eine Leinwand. Oh. Das wäre auch ein nettes Level gewesen, wenn es vielleicht ein bisschen länger gegangen wäre. Dann gibt es noch Rollläden und Rouladen. Ja, ich habe Rouladen. Rouladen sind ja was zum Essen. Rouladen sind was zum Essen. Ich glaube, Rouladen ist nicht. Das war eigentlich nur ein Witz, aber Fully hat es wirklich gesagt. Ja. Ich meinte aber Rollläden, glaube ich. Ja, okay. Aber es ist eigentlich egal. Oh. Jetzt! Natürlich ist es egal. Ich mache nur ein bisschen, keine Ahnung. Ich mache Commentary, I guess. I guess. So. Oh ja, das sieht wirklich spaßig aus. Hier diese Kettenreaktion. Aber wenn du alles so am Stück auf einmal aufgehört. Ja, das wäre super gewesen. Mach's von der anderen Seite nochmal. Ja. Oh, die Bretter sind schwer. Schaufel. Wann wurde eigentlich unser Loch gedowngradet? Wir haben gar nicht mehr den. Ja, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie nur für gewisse Missionen, denke ich. Wahrscheinlich seit wir die Leute da. Stimmt, seitdem wir ihn eingesaugt haben, ne? Ja. Das ist nämlich keine App mehr, es ist Reality. Oder ja, das ist gerade katapultiert wieder. Ach so, ja. Vielleicht immer erst ab einer bestimmten Größe. Nee, wir brauchen halt was zum Katapultieren. Ey. Ach so. Oh, es ist eine Wildwasserbahn! Liebe Wildwasserbahn. Wir brauchen also noch ein bisschen mehr Wasser. WWB. Ich kann jetzt den Fisch hochschießen. Okay. Oh! Gut, dass er auch hängen bleibt irgendwie. Worldwide Bahn. Dass das bringt auf Dauer? Nee. Hm. Vielleicht kannst du mit dem Fisch alleine kannst das Ding hochschießen? Ja, gute Wasserbomben aus den Automaten. Ach ja! Einmal drehen, bitte. Oh. Knack. Jetzt kannst du Wasserbomben schießen. Ah, noch ist keiner rausgekommen, oder? Doch, einer ist schon drin, aber er hat den Fisch wieder eingesammelt. Muss den Fisch loswerden. Oh, da ist sie, okay. Yay! Hey! vielleicht gegen den... Fotoapparat? Nee, das hatten wir irgendwie schon. Vielleicht erstmal hochschießen, fallen lassen, Wasser einsammeln. Flupp. Was blockiert gerade das Wasser? Jetzt habe ich's. Wir müssen das kaputt machen. Das war ziemlich viel drin in dieser einen Wasserbombe. Wasserbomben haben nie richtig funktioniert. Wasser ist relativ. Was? Okay. Fangen wir damit an, warum ein Wasserbomben nicht funktioniert. Ja, warum ein Wasserbomben nicht funktioniert. Oh, da steht Pfannen drauf. Jetzt haben wir Spaß.
Ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß. Yeah! Oh. Wow, du hast wirklich weggezogen, als er ankam. Aber warum haben Wasserbomben nicht funktioniert, Johnny? Oh! Kriegen alles. Na, also doch, Moment. Ballons als Wasserbomben haben nie funktioniert und diese kleinen waren immer so, die sind ständig zerplatzt. Die einzig, die richtig funktionieren, sind, kennt ihr die jetzt, diese fertigen, die einfach an so, du kannst so 200 auf einmal füllen. Das ist ja, die haben gerade gegessen an dem Mittag. Sehe ich schon, es gibt viele Fortschritte. Sind doch viel mehr Lümmel. Ja, ich bin richtig neidisch auf die Kinder heutzutage. Meine Wasserbomben haben. Ich sehe jetzt die ganzen anderen Lümmel. Der Wasserdruck, in unserem Hahn war für die Wasserbomben irgendwie zu stark. Es hat bei uns sehr oft ist es gescheitert, dass sie zerplatzt sind. War das bei euch nicht so passiert? Oh. Nö. Ich meine, es hat einfach immer sehr gut funktioniert. Wasserbomben waren sehr frustriert, meiner Meinung nach. Wir waren sogar zu geizig, einfach Knoten reinzumachen. Wir waren zu geizig, die richtigen Wasserbomben zu kaufen, weil normale Ballons günstiger waren und genauso gut funktioniert haben. Ach ja, du Scheiße! Oh, ja, das war gerade mein Punkt. Entweder waren die normalen Ballons besser oder schlechter, ich weiß nicht mehr, irgendwas war damit. Die waren genauso akzeptabel, fand ich. Nee, die waren nicht irgendwas. Die haben das Gewicht des Wassers nicht getragen oder so. Ja, was ist der Sinn dahinter? Was? Die sollen doch kaputt gehen. Ja, aber doch erst beim Werfen, nicht beim Einfüllen. Ja. Hattet ihr wirklich nicht diese frustrierenden Erfahrungen sind? Nee. Dass die auch immer beim Knoten reinmachen und so geplatzt sind? Nee. Was hatten wir denn für schreckliche Wasserballons? Die Frage stellen wir uns auch. Ja. Wie bekomme ich das jetzt am besten mit? Ganz vorsichtig. Auf die Seite kippen. Ja. Ich meine, das war trotzdem cool. Ja. So ist es nicht. Wir haben schon genug davon hinbekommen, aber... Nein! Ja. Ja! Ja, ja! Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Okay, wir machen noch ein Level jetzt. Das ist ja voll unlogisch gerade gewesen, hä? Hä, es ergibt ja keinen Sinn. Was haben die denn für Drogen genommen? Hä, wie kommt man denn auf die Idee von so einem Spiel? Boah. Das sind immer die besten Kommentare, wenn ich sowas lese. Wie kommt man auf sowas? Und ich denke mir, was? Haben die gekillt? Nein, es ist immer, wie kommt man auf sowas? Das ist immer die Erklärung, Drogen. Boah, die haben bestimmt so Drogen genommen. Kreativität, oh, yes. Ideen. Oh, shit. Vor allem... Das ist unser Level. Vor allem... Ich würde behaupten... die meisten Drogen helfen wirklich dabei, Ideen zu haben. Wahrscheinlich. Ich bin Mr. Maus, ich habe ein hartes Leben. Nein, das ist Stuart Little. Wo ist mein Kaffee? Er hat den Kaffee auf dem Dach vergessen. Mit der Größe und mit dem Kaffee kann ich mich identifizieren. Er musste noch ein paar Einkäufe wegpacken. Was haben die da? Hat den Kaffee aufs Dach gestellt und ist losgefahren, der Idiot. Ja, ein Kaffee to go. Wen ist ein Kaffee to drive? Ist das eine Frau auf dem Bildschirm? Nimm den Koffer mit und die Bowlingkugel. Was für ein Bildschirm? Ich weiß nicht. Oh, das Ganze. Ich will diesen Picknicktisch mit den Burgern. Ich krieg grad wirklich großen Hunger tatsächlich. Ja, ich denke, ich werde mir nach dem Spiel dann, dass ich mir noch einen Döner auftreibe. Boah, ja, ich werde mir Palatschinken machen, einfach nur um Johnny zu ärgern. Und ich werde mir mit Kakao Schinken auf den Döner legen. Genau so, wie ich es gelernt habe. Was stört mich denn an einem Pfannkuchen mit Kakao? Nein, Palatschinken. Komm mal mit. Oh shit! yes! Oh, Donuts! Da sind die Donuts, sind das ist sogar blauer! Ich will den blauen, der ist anders. I want purple. Aber ja, lila gibt es gar nicht. So ein Donut wäre jetzt, ich meine, ein Donut und ein Döner wäre jetzt gar nicht schlecht. Oh. Aber ich gebe den allen. Die Überwachungsdrohne. Oh. Fang ihn auf! Okay, das ist ja das letzte Level. Wir trudeln rein. Morgi! Alles gut, dass du wenigstens gut einen davon fängst, sonst bin ich sehr, sehr traurig. Yes. Nice. Gute Arbeit. Und jetzt. Ach, da ist der Typ mit dem Ballon. Oh, jetzt haben wir ihn. Los, Jungs! Ich wusste es, wir werden ihn eines Tages kriegen. Nee. Nein, er wird jetzt nicht wirklich gerettet. Gerettet. Das ist unser größter Gegner. Zack. Jetzt nicht mehr. Oh. Er ist hartnäckig. Ich weiß, was ich gegen ihn machen werde. Das war einfach. Oh. Oh. Oder auch nicht.
Können wir den Haken vielleicht haben? Du musst wahrscheinlich in so einer Kreisbewegung dabei bleiben, sodass er ihn nicht hochkriegt. Der kriegt keinen hoch. Oh, oder das ist ein Ballon? Nee. Ich verstehe nicht ganz, was unser Ziel ist. Können wir mit dem Haken nicht auch den Ballon zerplatzen? Ja, ihm wird schwindelig. So? Ja, okay, ich muss ihn mit dem Vorteilapparat erwischen, scheinbar. Verstehe. Ja, um ihn zu blenden. Blenden, genau. Aber das hatte Mori ja schon gemacht. Ach so. Oh, shit. Oh, jetzt haben wir den Lümmel. Oh, jetzt nehmen wir alle. Yeah. Keine Sorge, euer Stau ist bald beendet. Dafür bin ich hier. Oh, yes. Ich wünschte, dass es ein bisschen Gameplay an der Stelle hätte, ist aber... Ist das Spiel jetzt zu Ende? Vorsicht! Ich habe das Gefühl, das wirkt ein bisschen wie so ein letztes Level. Wir werden sehen. Vielleicht auch nicht. Nimm den Donutwagen noch mit. Was? Nein. Nein, das ist das letzte Level. Wieso, oder? Jetzt ist er auch hier. Er war noch nicht da, ja. Ja, ich meine. Potter! Pop! Ja, der heißt Potter, weil das sein Beruf war. Der hat doch getöpfert. Ich meine damit. Das war doch alles gerade. War das nicht gerade alles eine Rückblende und erst jetzt ist der dazugestoßen? Ja, genau. Oh, oder haben wir jetzt erst das Spiel gestartet? Nein. Überall Löcher. Jetzt ist da... Nee, doch, überall Löcher. Raccoon Scheiße. City. Es war Raccoon City die ganze Zeit über. Wusste ich's doch. Wollen wir nicht wenigstens das lesen? Nicht wirklich. Okay. Die reden so viel. Irgendeiner trägt eine Schuld. Ich mag sowas halt total gern eigentlich. Ich meine, vor allem wissen wir jetzt sowieso nicht, worum es geht. Ich meine, das mein Auto und bade meinen Hund ab. Das ist irgendwie so quirky, das gefällt mir nicht. Aber der, ansonsten finde ich den Anspruch ganz nett. Raccoon HQ. Oh, das klingt nach. Ist das Ding auf dem alten Observatoriumsberg? Das klingt nach Finale mit den Buchstaben und so. Das Hollywood-Logo einsaugen. Mhm. Ich hab Bock. Jetzt einfach alles aufsaugen. Ich hab Bock. Trautesheim. Hey. Hallo. TK. Warte nicht eben Monkey noch im Ballon? Kong. Ich meine, er ist auch im Ballon. Trash King! Das ist das Gleiche. Oh, Trash King! Oh! Ach, deswegen Trash, das sind Waschbären. Und die wühlen im Müll. Er arbeitet für ihn. Das ist, ich meine, er heißt der BK, ne? Das ist der Burger King und der Trash King. Warte, er war gar nicht der, der auf dem Ballon war. Das ist so seltsam. Hätten wir die Texte gelesen, wäre es vielleicht was anderes, aber er arbeitet für den. Es war einfach für ihn wünschen, dass man die ganze Stadt aufsaugt ab dem Punkt. Es war einfach nur sein Beruf. Ja. Es wäre einfach so cool, jetzt die ganze Stadt aufsaugen, ne? Ja, man hat ja auch alles im Hintergrund. Wir werden es tun. Mit Sicherheit. Wir haben es versucht, das war's dann, was? Es wäre einfach so seltsam. Ah, stimmt! Sie wissen nicht, was sie jetzt nächstes tun sollen. Hier gibt's wirklich nichts zu holen. Okay. Es regnet irgendwas! Müll. Ein USB-Stick. Das ist ein Zufall, aber. Schließ ihn da an. Oh, das Possum-Hack-Protokoll. Ja. Wow. Wer kennt's nicht, die DNA-Stränge, die bei einem technischen. Oh nein. Angezeigt werden. Das ist wirklich ein Trash King. Kannst du den Duschabfluss einsaugen? Ich weiß irgendwie nicht, welcher Raccoon welcher ist. Nein. Das ist ein Trash King. Wir haben ein Halsband. Oh, du kannst da hinten rein. Ah ne, Trash King hat ja eine Krone, ja. Du kannst da hinten rein, auf jeden Fall, unter diesem Gitter. Oh ja, oh. Wir können uns bewegen. Ab jetzt ist es irgendwie voll das andere Spiel, mir gefällt's sehr. Das wie Neo Automata an dem Punkt. Plötzlich ist das ein Point and Click. Zuerst hat man immer diese Hack-Level und dann... Ich finde, es ist gerade voll das Point and Click geworden. So ein bisschen. Naja, also... Der schläft auf der Arbeit, der muss den einzelnen Screens machen. Ja, nur deswegen, nicht wegen dem Gameplay oder so. Hallo. Und zack. Der kann weiter schlafen. Flupp. Feierabend. Hilf uns. Das sah wohl cool aus. Er ist trotzdem noch weiter geschlafen. Die Statue, Moggy, die Statue. Okay. Oh, das ist so die Statue. Es ist das Waschbär-Hauptquartier. Oh, die ist einfach blockiert. Die ist einfach, die hat zu viel Masse, das können wir nicht. Ich meine, was haben die Waschbären auch für ein komisches Geschäft? Das ist ein Donutladen. Was ist deren? Das ist ganz normal, so funktionieren Donutläden. Das ist der Auftrag.
Hm. Oh, die Schlange, da wird experimentiert. Tja. Das kann ich leider nicht zulassen. Oh ja, eigentlich. Können wir doch nicht erzählen, dass sie nicht irgendwas einfach auf deren Brettern rumkritzeln, oder? Du musst ein Kranspiel spielen gleich. Ja, die schreiben da nichts Besonderes auf, die spielen Tic-Tac-Toe oder so. Ja, genau. Denken sich, oh, wann haben wir Feuer? Ja, jetzt haben wir wieder die Schlange. Ha! Weg mit dir. Greifen. Auf den Knopf. Ah, oh. Das finden wir. Ah. Okay. Holen den Vogel. Holen wir uns, ja. Warum greifen. Nicht? Seht euch die Raccoons da links an. Oh, das passt nicht. Wir können nichts tun, wir haben kein Sicherheitsprotokoll dafür. Ja, das sind Hafer. Ja, das sind welche. Die machen das besser als wir. Jetzt werden euer eigenes Gift dringt gerade in euer Hauptquartier ein, hä? Was sagt ihr dazu? Der Froggo. Oh, der Frosch wird hilfreich, das weiß ich jetzt schon. Wir haben das ganze Leid ausgeführt und jetzt sind wir plötzlich so fies und denken uns, wir wollen uns rächen. Fies, gemein und bösartig. Groß, gebräunt und gut aussehend. Dieses Labor, jetzt sind können wir die ganzen Fliegen mitnehmen. Schlürf. Ja. Scheiße. Oh, da oben ist ein Oh, die Hasen, wir können. Du kannst den Hebel bei den Hasen betätigen, dann können wir die einsammeln und dann vermehren sie sich. Oh, das haben wir übrigens. Ich denke, der Frosch muss dafür nur erst ein gewisses Gewicht haben. Fliege noch. Oh, da ist auch eine. Ja, okay. Verstehe. Oh, er hat die Fliege im Blick. Ja. Er hat vor, Frosch ist unser Verbündeter. Der weiß, was er will. Komm schon, Frosch, du schaffst das. Nicht ganz. Was fehlt denn haben wir noch? Vielleicht der Bildschirm selbst? Dass man den runterreißen kann? Nope. Oder muss man mehrmals daran springen? Da denkt er sich nichts bei. Das Problem ist, ich glaube, die eine Fliege, bei der hat er keine Fressanimation gemacht. Sondern sie ist einfach so verschwunden, als wir an die gesprungen sind. Dann lass den Frosch mal draußen. Wollen wir vielleicht nochmal den Raum verlassen, wenn das möglich ist? Kann ich nicht. Nee, geht nicht. Oh, sieht nach Softlock aus. Nee, wenn du sagst, die Animation war wirklich nicht da, dann... Vielleicht müssen wir Krümel einsammeln hier auf dem Boden oder so. Könnte was schief gegangen sein. Nein, der Frosch muss ja größer werden. Ja. Ich kann auch das Level nicht einfach neu starten. Doch, das steht da doch. Oh, wir sind ja wieder hier, okay. Oh, das zählt als eigenes Level. Scheinbar. Naja, oder halt mit Checkpoint oder so. Das ist ein Boss-Rush. Wir sind jetzt sozusagen in der nächsten Welt. Vielleicht ist das Spiel ja richtig lang. Ja. Frage ist nur, wie weit wollen wir noch machen? Wir sind schon bei über einer Stunde jetzt. Wir machen das! Ja, wir machen das. Ist irgendwas Cooles passiert. Ja, eben. So. Wenn niemals was Cooles passiert, dann hören wir nicht auf. Ich meine, vermutlich passiert gleich irgendwas Cooles. Da ist schon der King. Ich habe das Gefühl, wir sind so kurz davor. Ja, riesig. Ja, ja. Das Hauptquartier wird nicht so riesig sein. Das wird das letzte Level sein, mit mehreren kleinen Minimum. Oh, vielleicht hätten wir die Grille nicht fressen sollen, sondern vielleicht wäre das für den Frosch gewesen. Oh. Oder ist das eine Grille oder Kakerlake, sowas? Ich weiß nicht, wie man das am besten sonst kaputt bekommt. Ja, wir sind ziemlich weit tatsächlich. Johnny hat gerade einen Walkthrough geguckt, der cheatet wieder. Ich habe eher geschaut, wie lang der ist. So. Na, ich glaube, die kann ich nicht. Aber er sieht machen. Da rechts eine Fliege. Jetzt sehe ich auch den Krümel nicht mehr von vorhin. Welchen Krümel? Ja, ich auch nicht mehr. Da lag unten rechts schon Krümel. Pass mal auf, wir werden jetzt Hasen befreien. Sag mal, habt ihr eure Bildschirme nicht geputzt? Ich hab dich nicht geputzt. So, ich glaube, den hat der Frosch vorhin nicht gefressen. Ich hab mir drin gemerkt, dass das eine dumme Antwort ist. Das wird hoffentlich so bleiben. So, und jetzt noch der da drüben. Das ist ein mächtiger. Jetzt sollte er ein gutes Stück kräftiger sein als vorhin. Yeah! Bam! Yes! Da sind die Hoppelhäschen. Die nehmen wir mit. Oh nein. Aber pass auf, wenn wir sie mitgenommen haben, was dann passiert. Fanny kommt genau zur rechten Zeit. Oh Gott, wie groß ist das bitte? Warum magst du das Spiel? Jetzt sind es mehr Hoppelhäschen. Die haben sich fortgepflanzt, deswegen waren da Herzen. Oh nein, schießen wir alle raus. Und dann sammeln wir... Oh nein, sie zerstören alles. Was? Das Labor ist vorbei. Was ist mit den Hoppelhäschen geschehen? Oh, die können wir jetzt hier einsammeln.
Na gut, dann, wenn wir schon mal hier sind. Trash King, dir geht's an den Kragen. Hättest du mal besser keine Hasen hier aus irgendwelchen Gründen gezüchtet, auch für die Experimente. Die in Sicherheit. Die verbreiten sich jetzt nicht mehr. Na, ich gebe ihm ein bisschen Zeit, um in romantische Stimmung zu kommen. Ich hab das Gefühl, wir werden hier irgendwie noch den Feueralarm auslösen, diese Dinger da aktivieren. Oh, die blaue Karte. Fall keine Haare. Ah, da ist sie ja. Was ist er denn? Die blaue Schlüsselkarte also. Ja, das war der Technikerhase, der ist hier angestellt. Der denkt sich, das ist dein erster Tag. Der denkt sich, meine ist verlaufen. Meine Spezies wird hier ganz schön anders behandelt als ich. Was passiert hier? Ich glaube, der hat ein schlechtes Arbeitsumfeld, weil er ein Hase ist. Und was ist das Besondere an ihm, ist die Frage. Oh, erstmal die Donuts. Seht ihr, da ist ein Krümel. Jetzt ist er weg. Das ist immer ein Krümel. Einer ist noch da, ja, stimmt. Ich hab weder vorhin noch, jetzt irgendwelche Krümel gesehen. Beim Tisch. Da. Jetzt ist er weg. Wie könnt ihr das sagen? Ich hab das Spiel nur in 1080p-Fenster. Wir haben eine Übertragung von deinem Fenster. Ja, na und? Ich habe auch nur 1080p-Monitor. Ich habe jetzt gerade mal das Spiel auf Vollbildpotenzial. Ich habe es auf einem anderen Bildschirm gepackt und jetzt sieht man es tatsächlich viel besser. Vielleicht liegt es daran. Ihr habt einen Bildschirm? Nein. Vielleicht liegt es an den Farbkontrasten, dass man es nicht gesehen hat. Vielleicht liegt es am brennenden Mülleimer. Kriegen wir jetzt wieder Rauch? Yeah. Yes. Hier sind wir, die Hölle ist zurück. Es wird wirklich der Feueralarm ausgelöst. Hier wird geraucht. Da oben ist der Feueralarm. Oh. Oha. Ich glaube, das war soweit nicht falsch. Nö. Kannst du die Sprenkler aktivieren irgendwie? Nee, ne. Ich mach meine eigene Hölle. Mit Blackjack und Nutten. Okay. Keine Panik auf der Titanic. Wasser. Oh, siehst du, das sind diese Dinger. Oh, du kannst im Lot auch nicht hochschießen. Schade. Oh, ich weiß, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ja. Yeah. Seht ihr den blauen Vogel? Ja. Mensch, du hier. Ja, bestimmt Durst. Der Lümmel ist zurück. Oh, du kannst die eine Rakete holen und die anzünden. Okay, wie machen wir das also? Wie komme ich an die Rakete? Oh, da kommt die Rakete raus. Das hast du Wasser. Okay, es dreht sich einmal rum. Ja. So viel Zeit haben wir. Also leer machen. Ich hätte das Wasser. Oh, das ist voll straightforward. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Okay, Rakete holen, Wasser. Ich wollte das Feuer erst. Ich hätte die Rakete. Ich glaube, du darfst nicht einsammeln, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die hätte ich nicht einsammeln dürfen. Okay, diesmal schaffe ich's. Ja. Warte, jetzt bin ich auch los. Dieses Mal wird's. Das ist der Run. Also, die Rakete wird dann hingesetzt und dann? Ja, dann machen wir eine Runde, holen Feuer und dann zünden wir die Rakete. Aber man muss da damit das holen wir das Feuer? Wie kann man denn das Feuer holen? Man muss aktivieren, genau. Das siehst du gleich. Ich schieße die Rakete, denke ich, in die Richtung von dem Feuer. Ja, irgendwie so eher, ne? So, dann nehmen wir die Rakete mit. Oh, du kannst die Rakete gar nicht schießen, ne? Kann ich nicht. Wie macht man das, dass das Feuer ausgelöst wird? Weil dann haben wir kein Problem mehr. Indem weil du an diesem Stromteil da dran hängst. Nein, die Rakete ja gut. Nein. Weil die musste halt stehen bleiben und angezündet werden. Und dann die wird sie angezündet, ja. Die Rakete muss ganz rechts stehen, genau. Ja. Dann angezündet werden. Das ist die Frage, wie man das auslöst. Du darfst sie gar nicht einsammeln. Oh, ja, ich verstehe. Ja, ich mag die Musik. Es ist gute Rätselmusik. Sie wissen, dass es rätselhaft ist. Ja, oder das heißt, ich einfach hier hinstellen. Dass Leute zu lange für sowas brauchen, das wissen sie. So, das war nicht der Plan. Jetzt noch eine Runde und dann bleibst du da in der Ecke. Okay. Oh, du kannst mit dem Wasser kannst du die Kanone oder das umpositionieren. Oh ja. Es wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Oh nein, Moment. Nein, ich hätte sie jetzt aufsammeln müssen. Ja, stimmt. Okay. Wir schaffen das. Okay, aber jetzt wir nähern uns der Lösung. Du schaffst das. Gib uns noch eine Stunde, dann schaffen wir das. Nicht mehr lang. Nö. Moggi, unser Mann. Er schafft das, was keiner kann. Hey, nein. Oh Gott. Oh Gott. Warum denn? Mein Herz.
Na, er muss sich da hinstellen. Der muss mit der Gravitation das Ding aufsammeln. Das da rausziehen. Das habe ich. Das, ich glaube, ich begreife es immer noch nicht. Ich muss genau aktivieren. Das auch. Loch hat eine Anziehungskraft. Das ist mir klar. Ja, und deswegen muss er da manchmal an. Los geht's! Yes! Ja, es hat länger gedauert, als es das sollte. First try! Ja. Wir sind nicht gestorben zwischendrin. Tja, dumm gelaufen, ihr Waschbären. Es gibt keine Labore mehr. Waschbären, wo eher Trashbären. Yeah. Abfallbären. Abfallbären. Oh, jetzt geht's zum Chef. Zum Müllkönig. Oh, warte, wie ging der Song? The Garbage Man can. Yes, the Garbage Man can. Oh. Just the Garbage Donut. Man can. Noch ein Donut. The Garbage Man. Boah. Jetzt noch ein Donut. Ist doch eine Falle. Ja, ja. Oder liegt was Süßes. Da hab ich ja jetzt Lust drauf. Ich will kann ich nicht widerstehen. Nee. Es gibt mir gerade aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen Head in Time Vibes. Aber jetzt ein Donut? Oh, jetzt so ein Donut. Oh, ich hätte jetzt so gerne einen Donut. Du hast, die haben das Loch eingesperrt. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie haben uns anscheinend. Oh. Tarboy. Er hat sogar einen USB-Stick. Tarboy. Bitte sofort in meinem Büro melden. Ich öffne allein den direkten. Allein den direkten Zugang, BK. Wir haben eine dringende Angelegenheit zu besprechen. Oh, er hat meinen Namen gesagt. Wieso lesen wir es jetzt? Ich weiß nicht. Weißt du was? Okay. Ich hätte die Story bestimmt gefühlt. Nicht. Ich find's cool. Willst du eine Gurke? Ja, das finde ich wiederum irgendwie einfach nervig. Solche dummen. Dieser Humor ist seltsam. Ansonsten mag ich's. Hey, das ist eine große Drohne mit einer Drohne drauf. Oh, der yeah. Trashcopter. Damit können wir was machen. Das ist der Quadcopter. Oh shit. Auch. Okay. Ich meine, indem wir einfach nur spekulieren, was hier passiert, ist eigentlich auch ganz cool. Ja, was soll die Scheiße? Headcanon. Ja. Ich hätte jetzt gern so eine Gurke, ehrlich gesagt. Wofür steht BK? Mit Gurken da? Nicht die Gurke anfassen. Es ist seine. Steine. Wusstet ihr, dass Pickles in Amerika salzig sind und hier sind sie sauer? Ja, das erzählst du tatsächlich sehr oft. Ist das so ein Johnny-Ding? Ja. Oh, King Quadcopter! Das ist Boss. Er schießt, Feigling. Yeah. Schießt zurück. Was hast du überhaupt vor? Oh shit. Ich muss irgendwas sagen, wissen. Weil eigentlich war das ja. Ich wollte gerade sagen. Ah ja. Ja genau. Lass es kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Wir wollen uns nicht mit Zement füllen lassen. Habe ich recht? Irgendwas müssen wir machen, wir brauchen ein größeres. Oh, was? Oh shit, wir sind ja da in dem Helikopter, in dem Ballon, das hab ich vergessen. Ausweichen. Okay, lass dich ausweichen. Nicht einbetonieren. Ausweichen. Nicht einbetonieren, okay. Ja, ich meine, da gibt's Sinn. Sehr gut. Okay. Aber die Bomben können wir, glaube ich, so. Schießen? Können wir die uns holen? Nee. Nein. Die kleine. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt. Schieß. Er zieht selber yes! rein. Yes! Setz da von King Quadcopter! Ich mag es, dass sein Lebensbalken über den ganzen Bildschirm geht. Ja. Aber nur drei Hits aushält. Oh nein. Das war aber extrem cool. Eine coole Textur beim Explodieren. Sah aus wie so eine Kinderbuchillustration. Sah aus wie Pizza aus Mighty Number 9. Ich wollte gerade sagen, es ist besser als die Pizza aus Mighty Number 9. Nein, sah aus wie ziemlich so aus, ehrlich gesagt. Wie ausgeschnitten sah es aus. Ja, aber hier passt es halt rein. Ja. Seht ihr? Ich mag das. Weiß! Ja, Bean. Erinnert mich an Willy Wieberg. Wieberg. Wie? Was? Der gute Willy. Willy, das ist eine Kinderbuchreihe. Was? Wie? Die war super. In einer Folge. Woo! Es gab so eine Animation bei der Sendung mit der Maus, wo er Schnürsenkel gelernt hat und dann hat er alles im Haus verknotet und an Fäden gezogen. Perfekt und so. Gefangen. Yes! King Quadcopter! Wir haben ihn getötet. Haben wir meine Ausweichmanöver gesehen? Ja. Yeah. Du warst sehr, sehr gut da im Ring Around the Rosie.
Vor allem, die bauen eine richtige Arena auf und er fährt nur dieses eine Ding rum. Ja. Ich muss rumschlagen, um auszuweichen. Auf der Gerade habe ich keine Chance. Das hat gut geklappt. Was ist, wer ist Possum? Ja, keine Ahnung, wie unter uns auch verraten. Oh shit. Oh. Zu Musik. Phase 2. Das wird jetzt zu Bayonetta. Das ist nicht fair. Du dachtest, du könntest meine Löcher gegen mich verwenden? Ich bin Trashkick, ich regiere hier, ich habe diese App designt. Entschuldigung, dass ich deinen Ballon platzen lassen habe, aber dein Freund BK hat sich für die Gurke entschieden. Hat er wirklich? Später, Nerds. Ich wusste, dass BK nicht wirklich was Gutes in sich hat. Oh, BK hat sich für den USB. Ich hab mich nicht für die Gurke entschieden. BK! Ich hab mich in BK getäuscht. Er hat sich nicht für die Gurke entschieden. Heute nicht zum ersten Mal. Oh, hol den USB-Stick. Ja, sammeln ihn ein. Wie es ihm einfach egal war. Ach, Possum! Protokoll. Possum ist der Hacker. Ah, Possum ist der Hacker. Okay. Sind das Debuffs? Oh oh. Verbündeter. Oh oh. Ich glaube, wir wollen BK nicht töten. Ich hoffe, ihm geht's. Ich hoffe, ihm geht's gut da unten. Er denkt sich, du kannst meine Löcher gegen mich verwenden und wir denken uns, ja, das ist alles, was wir je gemacht haben. Es funktioniert auch viel zu gut. Das ist so unser Ding. Deine Waffe, deine Löcher sind einfach viel zu sinnvoll. Warum lebt er noch? Da ist noch einer oben. Da ist noch eins. Oben links. Das habe ich nicht gesehen. Haben wir gemerkt. Nice. Was ist jetzt? Oh. Good job, alles rein! Alles rein da! Alles rein da! Oh, jetzt haben wir den vernünftigen Sog. Und jetzt können wir jetzt alles zerstören? Das ist nicht nur Schwerkraft, das ist fortgeschrittene Schwerkraft. Oh, yes! Oh, yes! Bloß nicht den Ballon. Das ist wie das Tornado-Weltwunder aus Age of Mythology. Vorsicht mit dem Ballon, dann ist alles vorbei. Ich wollte gerade fragen, welches Tornado-Weltwunder auf der Welt meinst du? Das Tornado-Weltwunder. Meinst du Florida? Ich hab ehrlich nicht Wunder gesagt oder so. Sie heißt nämlich nicht Weltwunder, er heißt einfach nur Wunder. Du hast Weltwunder gesagt, aber vielleicht hab ich mich auch gehört. Hm. Nice. Tja, verwunderlich. Dann ist die Windhose wohl in der Wäsche. Ich will so sehr das Raccoon City da hinten aufsaugen. Ja. Seufz. Ich denke, Waschbären packst in Donut County einfach nicht. Falsch, du packst einfach nicht, Alter. Yeah, ja, deine Firma stinkt. Du hast deine Nachbarschaft ruiniert. Es geht nicht um die Firma. Denk an all die unschuldigen Waschbären, die hierher gezogen sind. OMG, jetzt hör mal auf. Oh mein Gott. Uns geht der Müll aus. Wir sind ursprünglich nach Donut County gekommen, weil hier Abfall reichlich vorhanden war. Jetzt müssen wir immer mehr Löcher öffnen, um genug Müll zu sammeln. Ich habe auf uns aufgepasst, Junge. Nein, hast du nicht. Du hast nur auf dich selbst aufgepasst. Dir ging der Müll aus. Dir ging die Leute aus, die du beklauen konntest. Was soll ich denn machen? Ich hab jetzt nichts mehr. Bring alle zurück. Stimmt, wo sind die Sachen? Ja. Das ist voll viel Arbeit. Wirklich, hatte das. Ach, Mann. Einfach Game Freak. Ja, ich hab's gesagt. Oh, da ist das Ding. Hier sind alle. Das ist alle, das Teil mit dem Katapult. Das ist das Katapult. Los geht's. Hoch mit euch. Phew. Ja, Bevor ich hier mit einer Bitte, könntest du bitte keine Schlangen mehr da hoch katapultieren? Ich schau, was wir tun können. Nur bis die Tage. Ich wünschte, da wären noch ein paar Schlangen mit drauf gewesen. Jetzt ist der tränenreiche Abschied von all den Leuten, die wir im Laufe unseres Abenteuers kennen und lieben gelernt haben. Ja. Ich mochte den Coyote. Was? Er ist ein Boss. Sonderbar, aber okay. Die Tapir sind mir immer noch sehr suspekt. Die haben aber Hasen. Okay, Morse. Ich weiß nicht, was er erzählt. Er hat bestimmt von irgendwelchen Theorien. Sie erzählen halt wirklich sehr viel für ein Spiel, in dem es darum geht, dass man Dinge in Löcher verschwinden lässt. Der Frogo! Nein! Nicht der gewaltige Frosch! Ja, okay. So, Chef. Glaubt ihr, da kommt noch was danach? Oder einfach nur das Happy End? Vielleicht haben wir irgendeine Credit-Sequenz, wir können die Credits essen oder so.
Oh, das ist ja cool. Wir konnten auch anfangen, dass... das wäre okay. Das wir, konnten, wir, so konnten, wir konnten den Titel am Anfang essen. Ich hab tatsächlich der Hunger. Der Coco-Dog. Und jetzt BK und Mira selbst. Warte, haben einer wir wird den... unten bleiben und sie werden sich dramatisch trennen. Ja, haben wir den... Nein. Nein, sie haben es beide geschafft. Haben wir den haben wir den Titel eingesaugt am Anfang? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. So, und jetzt kann ich durch die Gegend fliegen. Rumfliegen und hupen kannst du durch die Credits. Mit Steuerung kannst du hupen. Das ist sehr seltsam, das ist cool, aber warum ist man nicht am Ende einfach ein Loch? Wir haben die Löcher besiegt. Ich meine, das Loch ist böse, ja, ich verstehe schon. Aber eigentlich waren wir ganze Zeit über die Übeltäter, das ist seltsam. Oh, die haben eine riesige 3D-Welt, in die wir uns niemals bewegen durften mit unserem Loch. BK hat so viel Schaden angerichtet. Ah, ich meine, er hat es zurückgezogen, also. Das ist an sich aber ein ganz nettes Spiel. Das ist ein nettes Spiel, ja. Ich habe das Gefühl, sie hätten nur vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei mehr Level machen können. Vielleicht interessante Level, ich will wirklich nicht... Ja, das Konzept könnte man noch so viel besser... Ja, es ist irgendwie... Ja, links ausschalten, oder? Geht doch durch den Donut durch, bitte. Es ist mega hübsch, es ist extrem cool gemacht, es ist satisfying, nur das Level-Design selbst ist ein wenig... Ja, vor allem die Level waren alle so kurz. Ja, ein wenig karg. Yeah. Yeah. Hallo, Mann mit Kaffee fertig auf Dach. Fertig mit Fliegen, ja. Was hatte es mit der SpongeBob-Szene auf sich, wo SpongeBob einen Flüssigtoast zu sich nimmt? Was? Das habe ich nie verstanden. Aber gut, wie es aussieht, haben wir Donut County durchgespielt. Yes. Mhm. Ich denke, es ist okay, wenn man es im Game Pass hat. Ansonsten würde ich fast sagen, es fällt mir schwer zu empfehlen, sich das Spiel zu kaufen, weil es hat echt nicht viel Inhalt. Kostet gerade 3,50 Euro, als ich gesehen habe. Ich meine, 3,50 Euro ist okay, denke ich, aber... Das ist hübsch. Gott, ich wünschte, man hätte einfach irgendwo in der Open World oder so, wo man, man würde meinen, dass das, wenn sie die Engine so schon alles haben, dass das nicht so schwer zu implementieren wäre. Einfach nur ein großes Level, aber irgendwie, sie haben es nicht gemacht. Ich liebe die Vision dahinter. Ja, aber. Es ist die Story. Wir können nicht die ganze Stadt aufsaugen. Ich meine, vielleicht kommt es ja noch. Dann ist es nicht Donut County, sondern Donut Country. Und dann ist es größer. Du meinst Donut Country? Ja, aber gut. Halt reimen lassen. Das war ein langes Video. Wir haben es noch durchgespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Donut County. Yeah. Jetzt ein Donut. Der bis zum nächsten Mal. Sneak Credits vorbei. Yeah. Die Credits sind gleich vorbei. Oh, ich kann sie vermachen. Oh, für Mom und Dad. Oh. Yes. Ich will nicht Trashopedia anschauen. Nice. Okay. Fortfahren, okay. Das Einzige, was man machen kann, ist dann umherfliegen, okay. Und jetzt starten jetzt die Credits wieder. Nice. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüsselsdorf.